Nur kurz zur Info für die, die es noch nicht wissen. Wer seinem Arbeitgeber einen gefälschten Genesenennachweis anstelle eines erforderlichen tagesaktuellen Corona-Tests oder Impfnachweis vorlegt, kann fristlos gekündigt werden. Ich weiß, dass es derzeit für wenige aktuell ist, aber Vorsicht, wenn es wieder losgehen sollte, was ich nicht hoffe, dann immer schön auf der Hut sein. Ein solches Verhalten bedarf nämlich in der Regel nicht einmal einer vorherigen Abmahnung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Muckgold.